Wir sind zurück bei der Agrar GmbH in Oldesleben in Thüringen. Es ist Sommer und der Betrieb befindet sich in der Getreideernte. Mehr als 3000 Hektar verschiedener Kulturen müssen in wenigen Wochen gedroschen werden. Mitten in der Weizenernte hat das Team der Agrar GmbH zusätzliche Unterstützung von verbundenen Betrieben bekommen, um diese gewaltige Aufgabe zu schaffen. Zu den 4 eigenen Mähdreschern sind noch 3 weitere Erntemaschinen hinzugezogen worden. Die Fertigstellung von 2 jeweils 30 Hektar großen Weizenschlägen westlich der Ortschaft Gorsleben ist das erste Ziel des heutigen Tages. Am Feldrand werden die Schneidwerke angebaut und die Maschinen fit gemacht für einen langen Erntetag. Eine Erntemaschine nach der anderen begibt sich auf das Feld. Mit 1400 Hektar nimmt Weizen den größten Anteil der angebauten Erntekulturen auf diesem Agrarbetrieb ein. Neben Weizen müssen in diesen Wochen aber auch Gerste, Raps und Sonnenblumen gedroschen werden. Mit ca. 700 Hektar steht darüber hinaus Dinkel auf einem bedeutenden Teil der Anbaufläche bei der Agrar GmbH. Dinkel liefert gegenüber dem Weizen auch auf schwächeren Standorten stabilere Erträge und gilt im Moment bei Verbrauchern als echtes Trendgetreide bei der Auswahl der Backwaren. Genau wie viele andere Kulturen auch, werden Dinkel und Weizen bei der Agrar GmbH in einer konventionellen und einer Bioschiene angebaut. Oldesleben liegt laut deutschem Wetterdienst in unmittelbarer Nähe zum aktuell trockensten Ort Deutschlands. Weniger als 500 Liter durchschnittlicher Jahresniederschlag sind in dieser Region nichts Ungewöhnliches. Der Anbau von Zwischenfrüchten sowie bodenschonendes und wassersparendes Arbeiten sind für den Ackerbau hier unerlässlich. Der konventionelle Weizen bringt es auf Erträge bis zu 6,5 Tonnen und im Ökoanbau auf bis zu 4 Tonnen vom Hektar. Bei Dinkel sind es 5 bzw. 3 Tonnen vom Hektar. Die Stoppelbearbeitung läuft parallel zum Mähdrusch, denn trotz der schlagkräftigen Maschinen wäre die Vorbereitung der Felder bis zur Aussaat der Winterkulturen sonst nicht zu schaffen. 3 Raupentraktoren, eine Challenger, ein Quadrack und ein Versatile übernehmen den Stoppelsturz. An diesem Drehtag haben wir das Glück, die Mitarbeiter Christian und Ulf mit ihren PS-Boliden auf einem Feld zu filmen. Erstmals für diese YouTube-Kurzfilmreihe vor unseren Kameras haben wir hier den Versatile 610 Delta Track. Für unsere Filmproduktionen waren wir zwar schon viel in Kanada, der Heimat von Versatile, unterwegs, hatten jedoch den 610er noch nie vor unseren Kameras. Unseren Informationen nach gibt es bislang auch nur diese eine endverkaufte 610 DT in Europa. 610 PS holt der Ackergigant aus einem 6-Zylinder Cummins-Motor mit 15 Litern Hubraum. Das 16x4 Powershift-Getriebe stammt von Cat und ermöglicht sogar eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h auf der Straße. Mitarbeiter Christian lenkt die rund 27 Tonnen schwere Raupe. Zusammen mit seinen Kollegen hat er die Spurführungssysteme beider Raupen so eingestellt, dass trotz der unterschiedlichen Arbeitsbreiten mit ihren Geräten im Parallelflug zentimetergenau gearbeitet werden kann. Auch für uns sind dies überaus imposante Aufnahmen. Die Agrar GmbH Oldesleben ist komplett eigenmechanisiert. Es wird also keinerlei Unterstützung durch Lohnunternehmer benötigt. Das trifft auch auf die Getreideernte zu. Mit den KCH-Mähdreschern ist man zufrieden. Die Erntemaschinen sind zwischen 3 und 5 Jahren alt
und mit 10,70 Meter bzw. 12,20 Meter breiten Vorsätzen ausgerüstet. Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auf der Erntetechnik des russischen Herstellers Roszelmasch. Auf diesem Betrieb hat man schon 3 Jahre gute Erfahrungen mit den Fahrzeugen gemacht. Der Rotor-Mähdrescher Torum 770 ist die leistungsfähigste Maschine von Roszelmasch und macht hier bei der Agrar GmbH bereits die 3. Erntekampagne mit. Angetrieben wird der Torum von einem 520 PS starken Cummins-Motor. Viele Komponenten bei der Hydraulik und dem Antriebssystem stammen von westlichen Herstellern. In den Korntank passen 12.300 Liter und das Schneidwerk ist 9 Meter breit. Speziell macht den Mähdrescher der rotierende Dreschkorb mit seiner 360 Grad Abscheidung. Die Anschaffungskosten des Torum 770 belaufen sich auf rund 240.000 Euro netto. Die Südberg Raupenlaufwerke kommen zu diesem Preis noch hinzu. Markus Hercher haben wir bereits in den vorangegangenen Kurzfilmen vorgestellt. Der gelernte Landwirt und studierte Agrartechniker ist Eigentümer der Agrar GmbH Oldesleben. Nach 3-jähriger Praxiserfahrung mit den Roszelmaschmaschinen wird er ab Herbst 2020 den exklusiven Vertrieb für die Marke in den mittel- und ostdeutschen Bundesländern übernehmen. Bei der Planung wurde in enger Zusammenarbeit mit der deutschen Roszelmasch-Niederlassung in Niedersachsen ein Konzept zur schnellen Ersatzteilversorgung sowie dem Kundenservice für das Vertriebsgebiet erarbeitet. An unserem Drehtag fand auch der Test des aktuell kleinsten für Deutschland verfügbaren Roszelmasch-Mähdreschers statt. Der Nova arbeitet mit einem Vierschüttler-Dreschsystem, hat 175 PS und einen 4.900 Liter fassenden Korntank. Mit einem 5-Meter-Schneidwerk liegt der Nova bei einem Verkaufspreis von ca. 95.000 Euro netto. Damit soll er vor allem kleinere und mittlere Betriebe ansprechen, die sich selber mechanisieren oder unabhängig vom Lohnunternehmer machen möchten. Der 360 PS starke RSM 161 ist der 3. Roszelmasch-Mähdrescher in der Ernteflotte und ist ebenfalls schon mehrere Jahre im Betrieb. Die 6-Schüttler-Maschine erntet im mittleren Leistungssegment, hat ein 9-Meter-Schneidwerk angebaut und verfügt über einen 10.500 Liter fassenden Korntank. Der Drescher ist komplett erntefertig mit Lenksystem schon um die 180.000 Euro netto zu bekommen. Für die Agrar GmbH Oldesleben stellen die preiswerten und durchaus leistungsfähigen Erntemaschinen von Roszelmasch eine gute Alternative zu anderen hochpreisigen Fahrzeugen am Markt dar. Schließlich sind vor allem die Maschinenkosten in der Anschaffung, Wartung und Reparatur in den letzten Jahren immer weiter gestiegen, wobei der Weizenpreis eher auf der Stelle trat oder gar gesunken ist. Pflanzenbauleiter Frank Thielemann hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun, um die Erntearbeiten möglichst störungsfrei und fließend zu organisieren. Die 4 eigenen Mähdrescher bringen es pro Tag auf eine Druschfläche von 160 bis 240 Hektar. Durch die Unterstützung der 3 weiteren Maschinen geht es in diesen Tagen noch schneller voran. Doch in den Abendstunden zieht entlang des Flusses Unstrut der Tau in die Felder. So gehen die Erntetage meist um 22 Uhr zu Ende. Mit diesen eindrucksvollen Ernteaufnahmen aus Thüringen verabschieden wir uns vorerst von der Agrar GmbH Oldesleben. Wir setzen diese Kurzfilmreihe zur Maisernte fort. Wie immer, vergesst nicht mit eurem Like oder Kommentar dieses Video zu bewerten.